Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Priester niedergestreckt, obwohl die es gerne gemacht hätten. Und jetzt wurden wir vom Kuhn aufgefordert, doch mal zurück ins Versteck zu kommen, weil wir unsere Klasse ausbauen sollen, wie wir wollen. Wir sollen richtig mächtiger und toller werden und wir sollen mehr Bohnen bekommen. Nee, keine Ahnung. Also, mit dem Bohnen zumindest. Ich guck mal eben ganz kurz nach. So, ne, Kunstagrim wollte ich nie. Und doch, Karte wollte ich umhin, glaube ich. Ich glaube, ich wollte zur Karte. Genau, das ist die Karte. Kriege ich denn hin? Jo. Finde den Verdächtigen. Okay, stimmt. Da haben wir auch nochmal eine Aufgabe bekommen gehabt. Achso, drücken wir auf. Wir sprechen mit dem Kuhn im Versteck. Dafür brauchen wir Level 60. Wow. Ich guck mal eben ganz kurz nach. Wir können noch Poster aufhängen. Beziehungsweise hier die von dem Typen hier, von Mr. Adams. Können wir ein paar Aufnahmen aufhängen. Ich habe keine Ahnung wo. Also wenn wir zufällig irgendwo dann vorbeikommen, werde ich gerne ein paar aufhängen. Dunkel ist es noch nicht. Für zum Auto rausfinden, wer das Auto verkratzt hat. So, ein Grundversteck können wir hin und wir müssen mit dem Verdächtigen reden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Grundversteck. Vielleicht kriegen wir da richtig tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Kuhn-Feeling. So, wir haben ein etwas Neues auf Kunstagram. Tut mir leid, was passiert ist, Neuer? Ich behalte diese Typen im Auge. Wo da? Haha. Was? Wo da? Wo? was? So, weiter geht's. Du, wir müssen zurück zum Kuhn-Versteck und ich gucke gerade, wir hatten doch irgendwie eine Schnellreisemöglichkeit, die hatten wir unten. Ja, wir gingen, glaube ich, runter zur Schule und beauftragen unsere Schnellreisefunktion und damit geht er ein bisschen schneller. Können wir oben am Friedhof gehen? Moment. Hab ich das schon ausprobiert? Mach mal die Tür auf. Hey! Für den Friedhof. Na gut, dann nicht. Ach, Moment. Stimmt, hier oben war auch einer. Ja, dann. Hallo? Wohin des Wegs? Also, wenn du mich schon so fragst, möchte ich doch gerne. Dahin. Renn lieber schnell! Okay, wir sind zackig unterwegs. Dankeschön. Bis später, Peter. Was haben wir denn hier drin nochmal? Die ist abgesperrt. Natürlich ist das hier abgesperrt. Ist ja nicht so, als ob wir mal für irgendein Haus einen Schlüssel bei hätten. Hier überall abgesperrt hier. Gehen wir einfach hier rein und gehen einfach wieder zurück. Weil ich suche immer noch die eine Garage mit dem Loch in der Wand, damit ich einfach dagegen hauen kann. Cartman, bist du da oben? Cartman, du stinkst. Cartman? Denn? Da waren die hier in der Box rum. War die schon immer da? Moment mal eben. Also ich habe gesagt, ich kann rechts an den Ding ran. 10.23 Uhr ins Jahr 8888. Ja, ist klar, Cartman. Der will ein deutsches Jahr haben. Ja, so, ich habe gedacht, ich kann irgendwie das Fernglas hier benutzen. Fernglas ist jetzt auch falsch. Das Teleskop. Moment. Katze streicheln. Katze streicheln. Und nochmal. Alles klar. Genug Katze gestreichelt für heute. Moment. Hallo? Haben Sie was Neues im Kühlschrank gepackt? Willst du Superheld mit Eric spielen? Ihr habt so viel Fantasie. Ich will hier kein Superheld spielen. Ich bin Superheld. Fantasie. Wissen Sie, für was man Fantasie braucht? Um das hier schön zu riechen. Oh, ich sag ja immer, jeder hat ein besonderes Talent. Und ich glaube, du hast deines gerade entdeckt. Ja, richtig. Die Fruchtgeschmack. Wir benutzen mit diesem Teil hier, und zwar, Mom. Fick. Dich. Aber wäre doch auch richtig.
Naja, dann halt nicht. Fick dich, Mom. Na, ob die so rum oder... Cartman, sie haben gerufen. Ich meine, cool. Arsch, setz dich. Ja, ja, alles mal einen Moment. Ich rufe mich ganz kurz um, ob irgendwas Neues passiert ist, wie zum Beispiel. Kacke, hör auf. Ja, Entschuldigung, ist ein Reflex. Du siehst weder wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Du bist wie Prince. Wow. Das Kuhn-Bike. Noch in der Entwicklung Kuhn-Boot, Kuhn-Flugzeug und Kuhn-Elektrorollstuhl. Nice. Ich will Kuhn-Elektrorollstuhl. Wir sind die coolsten, weil wir die Kuhn sind. Können wir den Ball nehmen? Alles klar. Okay, was ist? Halt Moskito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Meine? Bist du verrückt? Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Ja, weil ich mich um den ganzen Kappes hier kümmern muss, Jung. Bin ich die Lebensberatung? Bin ich hier der Lebensretter? Halt Moskito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. So, Jung, was willst du? Okay. Wie läuft's da draußen? Muss. Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Yay. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Was? Und ich werde dir zwei Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? What? Ich kann Fähigkeiten hinzufügen. Oh. Wow. Das gefällt mir. Cyborg. Psychiker. Psychiker. Nächtliche Was? Ach nee. Nächtliche Werbesendungen haben den Geist des Psychikers. Psychikers, ja, so richtig. Zu einer Waffe gemacht, mit der er Freunde stärken und Feinde schwächen kann. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Nur so ein bisschen. Cyborg. Cyborg, die erste Direktive des Cyborgs ist es, in Ärschen zu treten. Es ist mit seinen mächtigen Angriffen, die Gegner heranzuziehen und wegstoßen. Der Herr des Schlachtfelds. Ranziehen und wegstoßen. Ich muss nur überlegen, wir sind ja Blaster, also wir machen ja Feuer. Was bringt uns denn bei sowas? Auch einen Sinn für Dringlichkeit. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braut sich ein Sturm zusammen. Blitze und Eis für die Gegner halten die Luftfeuchtigkeit bei angenehm 40%. Geil. Elementarist. Kann ich Psychiker. Elementarist. Elementarist. Kann ich mir die vorhin nochmal irgendwie Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Yay. Kann ich mir die vorhin nochmal angucken? Also wenn ich jetzt draufklicke, habe ich noch nicht direkt bestätigt, ne? Ein Psychiker. Lies nicht meine Gedanken, Wunderarsch. Oh, das sieht ja interessant da oben links aus. Was könnte man denn machen? Die Ulti ist irgendwas. Das sieht mir danach aus, als ob... Dachtest du, das würde so lang dauern? Ja, weil ich mir erstmal gerade versuche, die Skills da durchzulesen. Da kann ich in irgendeinem X-Radius dann irgendwas machen. Da kann ich irgendwas nach vorne machen. Also der Entscheide dich doch mal, dann erzähle ich dir was drüber und wir können weitermachen. Ja, ja, aber entscheiden ist jetzt nicht so einfach, ne? Cyborg, mehr Maschine als Mensch. Mehr Maschine als Mensch. Das sieht nach mehr Damage aus. Mehr Damage braucht er cool. Das sieht auch cool aus da oben links. So ein bisschen Supporter wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir irgendwie... Kannst du Roboter werden? Großer Schritt. Ja, ich weiß noch nicht. Sei ein Arschloch. Vielleicht ist das ja deine Klasse, mit der Fähigkeit, mir auf die Eier zu gehen. Entschuldigung, Cartman. Aber für den Spruch, ja, das ist nicht schlecht. Ein Elementarist. Wenn's regnet, bist du schuld. Ach du Kacke, wie sieht der denn oben links aus? Aus welchem Verein ist der denn ausgebrochen? Sieht der fast aus, als ob der in Wolfenstein rumrennt. Was? Ich hab hier ein paar nette Statuseffekte. Ja? Was denn? Was kann der Vogel? Ich kann ja nicht richtig erkennen. Der hat ein paar Delfine. Geht man davon aus, der wird da heilen können mit. Ob man sie selber heilen kann? Ich glaube nicht. Der kann Leute in einen Eisblock versetzen, irgendwie Leute mit irgendeinem Sand und... Die Besten haben ihren Erfolg allein auf Eiskräften aufgebaut. Eis. Boah, der wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich mit dem Feuer zusammen. Hat jemand schon mal Spaß zu dir gesagt? Was? Wer hat einer was zu mir gesagt? Ich habe es nicht gelesen, Entschuldigung. Psychiker. Boah, ich würde gerne Psychiker nehmen. Das sehen cool aus, die Skills da oben. Ich nehme Psychiker. Komm,
Pack auf. Ein Psychiker, lies nicht meine Gedanken, Wunderarsch. Mach ich nicht. Los geht's. Die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Ja. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, alles klar, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Mhm. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Ich bin wohl direkt zum Spiegel gegangen. Zu diesem einen mysteriösen Spiegel. Der ist hier vorne, oder? Sehe? Hallo? Sehe den Spiegel? Hallo? Oh, da ist der Spiegel. Guck mal. Ja, oh. Oh, Entschuldigung, Pferd. Hier ist der Spiegel drin. Wir wissen genau, dass der... Wieso sagt Cartman nicht, Cartman? Okay, Cartman weiß einfach, dass ich den trollen will. Cartman. Cartman. Ja, ist ja, ich gehe ja schon zum Spiegel, Cartman. Ich... Du dachtest dir, wird mich hier jemand lieben? Hm. Und dann hörtest du ein Geräusch. Aber es war ein Babyweinen. Warst du das? Hey, hey Pferd. Pferd, warst du das? Hey. Das Pferd meldet sich nicht. Ist es vielleicht hier drin? Es ist hier. Hallo? Wieso macht der jetzt einen Oak-Kling? Okay, Cartman ist angepisst. Der meldet sich nicht mehr und der sagt auch nichts mehr dazu, dass ich mich hier nicht beeile. Toll. Cartman weiß, dass ich hier rumklüngeln bin. Klasse. Gut, geh mal halt raus. Auf dem Flur sahst du zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Nee. Du musstest unbedingt eingreifen. Du wusstest, du kannst sie aufhalten und benutztest zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Dem mach ich Platz. Als Psychiker warst du ganz auf den Kampf konzentriert. Die Gegner hatten Muckis, du hattest Grips. So hast du ein Psy-Schild errichtet. Geil. Ein Psy-Schild. Dann machen wir uns mal ein Psy-Schild. Okay, wir können Psy-Schilde theoretisch verteilen an Freunde. Stärke dich oder Verbündeten mit Schutz. Geil, wir können selber ein Schild geben von 25. Machen wir. Willst du noch rumstehen und denken? Nach 20er sogar. Kopf zerbrechen! Tja, Doc. Oh shit. Was zum? Wieder vergessen zu drücken. Was ist denn los? Doch oben lauerte eine weitere Gefahr. Oh nein. Du hast seinen schwachen Geist sofort mit einem Blendeblitz überwältigt. Nicht ein Blendeblitz, wir gehen rüber. Ein Blendeblitz. Verwirre einen Gegner und füge ihm Schaden zu. Ist in der nächsten Runde erstmal nicht verfügbar, sondern erst in der zweiten wieder. Gut, machen wir. Tada! Scheiße, was? Er ist verwirrt, er weiß nicht, was er tut. Einer von ihnen versucht es nochmal. Hm. Aber dein mentaler Schutzwall war zu stark. Oh ja. Was für eine Kraft! Da sein Gehirn komplett überfordert war, griff einer seinen Komplizen an. What? Hey, hey, was hast du denn vor? Ich kann gar nicht denken. Du sammeltest geistige Energie und machtest Angriffe wirkungslos. Ich hätte gerne noch die andere Skill ausprobiert. Warum kann ich direkt mal Ulti machen? Ich habe die rechte Skill noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie man die rechte Skill macht. Ich gehe mal davon aus, ich mache einfach nur Damage. Also, Ulti. Wie geil. What? Hey, Alter, das ist echt unfair. Der Eindringling wollte noch nicht aufgeben. Achso, wir haben doch eine Heilung. Das war nutzlos. Wir gehen die Ideen aus. Ja, auch. Wir haben wohl eine Heilung und Schild bekommen. Achso. Genug mit den Spielchen. Du hast dich noch einmal gesammelt, um einen mächtigen Gehirnflash zu entfesseln. Geil. Okay. Gehirnfurz, der Flash. Leider steht nicht bei, was der Gehirnflash macht. Zumindest unten lügst nicht. Also ich gehe mal von außen, einfach nur ordentlich Damage. Der macht ordentlich Damage. Verursacht bei einem Gegner Schaden und eine Verteidigungsverringerung. Okay. Vielleicht ist Köpfchen besser als Muckis. Du hattest gesiegt. Du nahmst das Baby, um es in Sicherheit zu bringen, und dann passierte das Unvorstellbare. Nein. Du sahst deinen Dad, deine Mom ficken. Und ab da musstest du mit dem Trauma leben, dass du, weil du ein Baby gerettet hast, nicht verhindern konntest, dass dein Dad deine Mom fickt. Nein. Ziemlich krass, Mann. Tut mir echt leid.
Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst finden. Oh, oh. Cool and Friends Alarm! Cool and Friends Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! Alarm! Cool and Friends Alarm! Hier, Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom Pals! Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch! Wir kommen, Kuhn! Ende! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Mach ich. Kräfte, wir haben eine Kräfte-App installiert bekommen. Ja, guck mal, ganz kurz auf unser Smartphone. Wähle die Kräfte-App. Du hast 4 Blitze für Kräfte zur Verfügung. Nutze linken Stick, um die Kraft zu wählen, die ersetzt werden soll, und drücke dann A. Wähle eine neue Kraft und drücke A, um sie auszurüsten. Moment. Moment. Wir haben standardgemäß die drin. Wähle eine neue Kraft, drücke A, um sie auszurüsten. Ich will aber gar keine neue ausrüsten. Also, Moment. Ja, okay. Wenn du mit der Auswahl deiner Kraft so fertig bist, drücke zum Verlassen. Was? Drücke zum Verlassen, blub. Also hier, Doppeldings. Ja, mach ich. Ich gucke mich gerade mal eben ganz kurz um. Moment. Damit kann man die Gegner nicht zurückdrücken. So ein eigenes Schild wäre gar nicht mal so schlecht. Ich bin gerade mal am Gucken. Das Ding macht einen Strahl nach vorne, so ein Plasmastrahl. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der trifft halt mehrere Gegner. Der trifft halt einsetzen, aber gleichzeitig mit ihm Brand. Die Gegner zurückdrücken. Mal gucken, da könnten wir eigentlich mal was anderes nehmen. Wie zum Beispiel, wir könnten den Gegner blenden und damit vielleicht seinen Geist übernehmen, damit er seine eigenen Leute angreift. Oder ein Schutzschild. Ein Schutzschild würde auch gehen, irgendwas so Defensives. Na ja, komm, wir nehmen das einfach mal mit. So, Vorschau, was machen wir bei Vorschau? Feuerwerk! Verwirrt. Okay, wir machen den Strahl nach vorne, also der durch mehrere Gegner durchgeht. Ich will ja auch nicht so eine Passivklasse daraus machen. Also ein bisschen Damage will ich auch noch machen. Deswegen. Ja, Schutzschild will man nicht so schlecht. Aber damit machen wir dann fast gar keinen Damage mehr irgendwie. Also, naja. Komm, lass mal das mal so. Sprich, mit dem Kuhn im Kuhnversteck. Haben wir abgeschlossen. Ich komme sofort. Hallo. Ja, Mensch, was haben Sie denn hier vorhin? Das ist ja was Interessantes. Was haben Sie denn da? Wir haben noch Sportflaschen. Wir haben 11 Dollar. Ich bin gerade überlegen. Wir waren noch nicht bei Wendy gewesen, ne? Bei Wendy muss ich auch noch den Dings holen. Den Anzug. Was blinkt mir denn da noch alles auf? Folge dem Kuhn zur Hauptstraße. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Was ist das hier? Snappy Snacks. Matt? Gut, geh mal oben. Nicht trödeln, Wunderarsch. Ich komme ja schon. Ich trödle hier nicht. Als ob ich jemand trödeln würde. Hallo. Wir sind noch eine Runde. Oh, da ist hier der kleine Selbstjustizler. Ja, tschüss. Was ich noch machen wollte. Etwas ganz Wichtiges. Wir wollen uns ganz gut umziehen. Und zwar, wir müssen mal etwas Neues anziehen. Wie zum Beispiel, das Ding ist Ubisoft. was ziehen wir denn nun mal an Kleidung? Was haben wir für eine geile Kleidung? Wir sind Mr. Computer. NetDeck-Anzug. NetDeck, was passt zu dem NetDeck-Ding? Der NetDeck-Helm? Die Hände, da gibt's doch bestimmt NetDeck-Handschuhe. Brille können wir keine mehr auswählen, weil wir haben einfach keine Brille mehr, genau wie die Haare. Doch, die Haare sind noch da drunter. Dann lassen wir einfach die Haare, die wir momentan haben. Werte sind super. Ja. Nehmen wir so. Okay. Webcam ist auf dem Kopf. Bedeutet, wir können alles live ins Internet streamen. Wir sind gleich im IRL-Bereich auf Twitch live.
Kuhn und Friends Alarm. Alle Kuhn und Friends zur Hauptstraße. Es geht los, Leute. Zeit, die Freedom Pals in den Arsch. Alles klar. Gut, weiter geht's.